Hallo Freunde der Füße. Heute muss ich mal was loswerden. Kennen Sie die Patienten, wo ihr ganz genau wisst, dass die Erkrankung, die die haben oder die Verschlechterung dieser Erkrankung eigenverursacht ist oder durch eigene Nichtdisziplin verschlechtert worden ist, das Ganze? So, und dann kommen die einfach so in die Praxis und meinen, dass ich als Therapeut jetzt die so alles retten muss, obwohl die selber nichts dafür machen. Wisst ihr, solche Leute sind ziemlich anstrengend. Die fordern nur und fordern und fordern und fordern und wollen für ihre Gesundheit oder für ihren Körper überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Wir Therapeuten sollen dann das Ganze richten und sollen dann gucken, dass zum Beispiel mein Fall, dass die Füße wieder alle in Ordnung kommen, obwohl das Pumps tragen, obwohl das Druckstellen vorhanden sind, keine Einlagen getragen werden. Wenn Ödeme da sind, ach, Gummistrümpf brauchen wir doch nicht, die zwicken so. Also wenn der Patient gar nicht mitmacht, was sollen wir Therapeuten dann überhaupt noch tun? So, und wenn man es dem Patienten dann klarlegt, dass seine Sachen, die er hat, selbst verursacht sind. Nein, das kann doch nicht sein. Ich als Therapeut bin schuld dran, dass ihm so geht. Weil ich ja nicht helfen kann, will, was weiß ich was. Ach, solche Patienten nerven echt, wisst ihr.